einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Reben rausziehen. Also nicht ums Vorschneiden, das haben wir hier schon gemacht. Vor allem mein Vater war sehr fleißig, während ich noch teilweise in der Werkstatt die Schaufel gemacht habe. Haben wir auch ein Video gemacht, das können wir euch dann hier verlinken. Ja, heute geht es ums Rausziehen, also ums Aushebe des alten Holzes. Und ja, da könnt ihr mal ein bisschen zugucken. Viel Spaß dabei! Heute ist richtiges Barfußwetter wieder. Es ist echt herrlich, die Sonne scheint. Und ich bin mal wieder barfuß unterwegs im Weinberg. Das ist sehr angenehm. Gegensatz zu der Werkstatt. Ja. Wunderschönes Wetter dafür. Es ist jetzt mittlerweile, dürfte es so an die 8, 9 Grad sein. Heute Morgen waren es 6. Um die 6 war es noch ein bisschen frisch, aber ja, jetzt ist angenehm. Was habe ich denn da schon wieder gefunden? Wie kommt denn das hier rein? Müssen wir mal mit hochnehmen. Also das hasse ich ja, ne? Den Abfall hier immer im Winger zu haben. Das ist echt... Können die Leute nicht ihren Abfall wieder mitnehmen? Da unten habe ich, glaube ich, noch was gesehen. Mal gucken. So. Was ist denn das? Okay. Müssen wir auch mit klein machen. So, das kommt mal ins Auto. Ich sammle ja immer den Abfall ein, wenn ich ihn sehe. Ich lasse ihn ja nicht einfach drin liegen. Ich glaube, ich muss mir als hinten gleich einen Müllsack ins Auto legen immer. Das müsste ich mal langsam machen. Ja, schmeiß mal rein. So. Und weiter geht's.
Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Reben rausziehen ist ja jetzt nicht gerade so eine spannende Tätigkeit, eher so eine langweilige Sache. Ich hoffe, ich habe ein paar interessante Aufnahmen machen können. Euch gefällt das? Hoffe ich doch. Wenn es euch gefällt, macht mal einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, lasst die Glocke klingeln. Und ja, schaut fleißig unsere Videos und kommentiert. Also falls ihr irgendwelche Anregungen habt, noch was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dann, Allah. Tschüss.